Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16 und es steht das Rückspiel im Champions League Achtelfinale an gegen den FC Kopenhagen. Und das wollen wir natürlich gewinnen, so gut wie es geht zumindest. Mal schauen, was da so drin ist. Ich werde nicht viel ändern, nur Kleinigkeiten mit absoluten Topspielern. Zum Beispiel hier haben wir ja Kevin Volland, Chamberlain nehme ich mal mit als Backup. Weil gerade auf dieser Position, da müssen wir dann nochmal schauen, ob wir da nicht vielleicht hier und da ein wenig durcheinander wirbeln. Baba ist relativ müde, aber das macht alles nichts. Ich werde so ins Spiel gehen. Einfach, weil ich die Spieler brauche, denn heute soll auf jeden Fall ein Sieg her oder zumindest ein Unentschieden 0-0 gehalten werden. Aber natürlich spiele ich nicht auf 0-0, das ist absolut in meiner Art. Weil es ist auch viel zu gefährlich, ihr seht es ja selbst öfter mal, wenn die dann ankommen und uns dann mehr oder weniger auseinanderpflücken. Na, dann mal los hier. Rein ins Spiel. Kopenhagen freut sich schon auf uns. Kopenhagen will das Wunder schaffen. Weil ich muss ja sagen, mit dem Los gegen Kopenhagen haben wir ja wirklich ein dickes Los gezogen. Also das ist ja wirklich eine Mannschaft, die wir überraschend schlagen können. Bisher war die Champions League ja da eher so ein wenig durchwachsen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt schnell die Weichen auf Sieg stellen hier und uns auf das Viertelfinale freuen können. Weil die beiden, das war abseits meiner Meinung nach, so ist es, denn die beiden Pokale würde ich ganz gerne werde ich dann mal schauen, ob ich die beiden Pokale hole. Wobei ich glaube, Champions League wird richtig, richtig schwer, den zu holen. Dafür hat man einfach zu viele Probleme. Pokal sehe ich als machbar an. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ululululu. Meine Fresse, war das knapp. Also, nicht unterschätzen die Kopenhagen-Jungs. Die guten Dänen. Machen sich direkt mal breit. Aber wir sind auch noch da. Mit Baba, der uns ja verlassen würde am Ende der Saison. Schade. Nächste dicke Möglichkeit. Oh, oh, oh. Puh, das war knapp. Jetzt über Baba versuchen wir es nochmal. Die Linie entlang über Frey, der das gut macht. Ah, und dann verspringt in die Kugel. Verdammt ich. Und das war stark. Schön gemacht. Dadurch ist jetzt Platz da. Und was machen die denn da? Himmel! Was ein Durcheinander im Strafraum. Für den PSG wird wohl nichts mehr schief gehen. Die Sache dürfte gegessen sein. Lukaku! 1-0! Da ist es! Lukaku hat es einfach drauf. 1-0! Hier in der 20. Spielminute klingelt's. War natürlich auch klasse gemacht von Lukaku, wie er sich dagegen alle durchsetzt, den Abschluss im richtigen Moment sucht. Trotz, er behindert wird sogar durch die Beine des Gegenspielers noch. Also da, bei dem Schuss hat alles gepasst. Romelu Lukaku, bisschen Glück dabei natürlich. Aber es steht 1-0 nach 20 Spielminuten und damit haben wir schon mal die Führung. Natürlich ändert das noch nicht besonders viel. Ein Tor reicht zur Verlängerung, aber Frey ist jetzt da. Frey! Hui, hui, hui.
direkt mit der nächsten Möglichkeit. Aber kein Tor leider. So ein 2-0 wäre doch sehr beruhigend gewesen, weil dann bringt auch ein Tor nichts. Da müssen sie zwei schießen. Aber bisher habe ich keine große Sorge, weil bisher sind wir klar die bessere Mannschaft. Vorteil ist, wenn wir ein Gegentor kassieren, sind wir nicht gezwungen, unbedingt ein zweites zu schießen. Zumindest vorerst. Und jetzt wird es nochmal gefährlich. Und jetzt ist er drinnen. 2-0. Da überrascht er den Keeper ein wenig. Erwischt ihn leicht auf dem leichten Fuß. Auf dem falschen Fuß. Und erzielt so das 2-0 hier in diesem Spiel. Minute 2-0 und damit sind wir natürlich richtig auf Kurs und für Kopenhagen wird es jetzt richtig schwer. Aber ich bin vorsichtig, denn ein weiteres Tor der Kopenhagener würde bedeuten, es wird gefährlich und er ist drin, 2-1. Und jetzt dürfen wir kein zweites kassieren. Eieiei, das Spiel ist wieder offen und jetzt ist richtig Zunder hier in dieser Partie. Und das Tor war natürlich auch ziemlich geil. Haben sie gut rausgespielt. Der Pass kommt im richtigen Augenblick und der Abschluss dann natürlich glücklich, dass der Ball im Tor landet. Aber sieht natürlich schick aus. 2-1. Santander mal wieder. Unsere spanische Bank trifft hier zum 2-1. Geht in Ordnung. Will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weil bisher waren wir eigentlich ausnahmslos im Vorwärtsgang. Und Çalhanoğlu. Ah, da wollte er zu viel. Hätte er vielleicht noch mal abspielen sollen. Hier kurz vor der Halbzeitpause. Also diese Partie, die hat es richtig in sich. Momentan sind wir noch durch. Alles gut. Wir haben das Ergebnis, was wir brauchen, aber es sind halt nochmal 45 Minuten und da kann viel passieren. Man sieht es ja hier schon an dieser Halbzeit. Drei Tore. Ey! Hätte sich mal fallen lassen. Hätte es wahrscheinlich Elfmeter gegeben. Aber war zu ehrgeizig, schade drum. Ich weiß noch nicht, wie ich die zweite Halbzeit angehen werde. Ob ich nicht doch wechsle, zumindest in der Offensive. Das wird jetzt mal gefährlich. Kopenhagen nochmal, aber alles gut. Kurz vor der Halbzeitpause den Ball uns nochmal geholt. Jetzt preschen wir nach vorne und das gibt nochmal Freistoß. Kurz vor der Halbzeit für uns. Der Pass kam genau richtig. Dann ist die Kugel aber weg und das war es dann wohl. Jawohl, 2-1 zur Halbzeit. Alles in Butter. PSG führt 2-0. Da ist auch alles gut. Ich würde sagen, Frey holen wir raus. Der ist schon ziemlich kaputt gelaufen. Für ihn bringen wir Paulsen ins Spiel. Und dann bringen wir noch für Baba Opare ins Spiel. Und dann haben wir noch einen Wechsel, den wir vollziehen können. Bevor es dann weitergeht in dieser doch ziemlich heißen Partie. Wie gesagt, ein Gegentor und wir sind raus. Das müssen wir jetzt auf alle Fälle versuchen zu verhindern. Bestenfalls vorne noch eins nachlegen. Zumindest täte das ganz gut in Sachen Sicherheit. Soll gar nicht lange Tromborium machen. Ah, der Pass war jetzt natürlich ganz schlecht. Direkt in die Füße des Gegners. Und wieder der Ball direkt nach vorne. Also es geht richtig schnell bei den Augsburgern heute. Jetzt Lukaku. Hat er schon einmal getroffen. Lukaku! Und aus dem spitzen Winkel versucht das nochmal, aber das war gar nichts. Ja, ein drittes Tor täte richtig gut.
für den FCA. Also, dann wäre hier deutlich mehr Ruhe drin. Aber so ein 2-1. Wir haben es ja gesehen, wie schnell ein Gegentor fällt. Einmal ausgespielt die Abwehr und es klingelt hinten drin. Und schon kommen sie nochmal nach vorne. Und das war gut gemacht. Und die Parade von unserem Keeper im richtigen Augenblick. 30 Minuten müssen wir noch durchhalten. Und unser Keeper ist zur Stelle. Das war jetzt ganz wichtig. Da war ich nämlich nicht ganz sicher, nicht so ganz sicher, ob ich den rausholen soll oder nicht. Am Ende hat es auf jeden Fall gewirkt. Und jetzt können wir vielleicht mit einem Konter was reißen über Lukaku. Aber der ist auch schon relativ müde. Und der kommt genau richtig auf Volland. Ah, kommt da nicht vorbei, schade. Weiter geht's über Johannes Geis. Der auf Opare. Nee. Uiuiui, jetzt wird's gefährlich. Jetzt geraten wir gerade einen Konter. Boah, und der war wichtig. Von Ginter, Matthias Ginter, der uns da mehr oder weniger rettet. Der Pass war jetzt ganz schlecht. Der war richtig schlecht und der ist ans Außen der 20 Minuten noch. Eieiei, wie lange so ein Spiel noch dauern kann, wenn man die Entscheidung nicht findet. Ach, komm schon. Und dann gibt es doch den Freistoß und eine gelbe Karte für Draxler, glaube ich. Nee, für Talulu. Ja, so gut wie es in der ersten Halbzeit bis zum 2:0 aussah. Also die erste halbe Stunde, kann man so sagen. So sieht es leider nicht mehr aus. Es ist deutlich spannender. Kopenhagen. Ach komm, da war doch gar nichts. Ich hab den doch gar nicht berührt. Man kriegt ja auch noch gelb für. Ey, das ist doch lächerlich. Das soll doch jetzt ein Witz sein. Ah, da sind einige dran. Uiui, ich weiß gar nicht, wer zuletzt dran war jetzt. Es gibt Ecke. Eieiei, wir brauchen am besten ein Tor. Ich kann ja mal eben kurz schauen. Wechsel, Çalhanoğlu. Bringen wir da Evangelist dafür die letzten Minuten, damit wir noch einen Konterspieler haben. Müsste Abstoß geben, meiner Meinung nach. Ah, ich riskiere hier erst gar nichts. Hoch nach vorne. Çalhanoğlu, der Mann, der noch fit ist. Oh, Evangelista meint natürlich. Und jetzt Geis, Geis, Geis. Nicht die Entscheidung. Boah, ist das spannend. Oh, und das war eine Katastrophe, dieser Pass. Himmel. Boah. Nein, nicht offensiv. Fuck. Und jetzt Julian Draxler, der ist zwar schon müde. Trotzdem reicht's noch für ein, zwei Finden. Und da ist die nächste Chance. Wieder keine Entscheidung. Gibt's das? Geklärt von Kopenhagen. Und jetzt wird's nochmal gefährlich. Oder auch nicht. Matthias Ginter schiebt Yusuf Paulsen in die Ecke. Der Ball bleibt vorne. 3 Minuten noch. Es ist ein enges Ding hier zwischen diesen beiden. Richtig eng. Jetzt Romelu Lukaku nochmal hinten rum über Geis. Der schickt da Volland. Volland aus Spitzenwinkel und da ist sie. Die Entscheidung 3:1 in der Nachspielzeit. Das war's.
der K.O. endgültig durch Kevin Volland. Sein zweites Champions League-Tor dieser Saison. Das tut natürlich richtig gut. 3:1 und das war's. Damit sind wir die einzige deutsche Mannschaft im Viertelfinale der Champions League. PSG ist ebenfalls durch, verständlich. Wir können uns freuen, der PSG ziemlich deutlich, 3:1 und 3:0 glaube ich waren es jetzt, also insgesamt 6:1, das ist schon ziemlich deutlich. Ja, schauen wir mal, auf wen wir dort treffen werden. Erstmal gehe ich direkt weiter zum Duell gegen den HSV. Das wird auch ein interessantes Spiel für uns. Nämlich ein Duell, was wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Im Büro erstmal Turnierpreisgeld, na klar, für 5 Millionen, Sperre ist abgelaufen, Jonathan Tah. Der die ganze Woche nicht spielen darf, weil gegen Hamburg ist er auch gesperrt. Nationaltrainer auf Herz, wuhu, nö. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz in die Begegnungen natürlich und schau mal ganz kurz in die Champions League. Das Viertelfinale. Wir treffen also auf Real Madrid. Das ist natürlich ein Los. Halleluja. Valencia gegen PSG, Arsenal gegen Sevilla und City gegen Turin. Also die vier großen Ligen sind noch vertreten. Alles andere ist raus. Ich hätte auch nochmal gucken können. Moment, hat es Gladbach noch geschafft? Ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht geschafft haben. Sie haben 1-0 gewonnen zwar, aber Auswärtstorregel heißt raus. Schade, wäre schön gewesen. Und Chelsea trifft auf Barcelona. Wolfsburg ist übrigens auch dabei. Treffen auf Athletic Bilbao. Aber Chelsea gegen Barcelona, mein Gott, das hat ja schon Champions League-Format. So, jetzt geht's gegen HSV. Die meisten Spiele sind schon gespielt. Gut, Berlin spielt auch noch. Für uns geht's jetzt darum, oben dran zu bleiben. RB Leipzig spielt ebenfalls noch. Sind da ja mehr oder weniger im Mittelfeld. Dortmund reißt gerade ein wenig ab. Mit einem weiteren Sieg könnten wir da richtig Puffer zwischen uns bringen. Also zwischen Dortmund und uns. Also Leverkusen auch nicht so wirklich dran. In der Abstiegszone sehen wir da Gladbach immer noch. Also das für Gladbach gehen die Lichter wirklich langsam aus. Aber gut, rein schnell ins Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Diesmal müssen wir hier ein bisschen durchwechseln. Wir werden Pausen von Anfang an spielen lassen und nehmen nicht Stipnosik, sondern Hofmann mit. Çalhanoğlu kriegt auch eine Pause. Also in der Offensive gut durchgewechselt. Dieses Mal tut mir natürlich leid, aber es ist einfach nötig, dass wir dieses tun. Und Bellerin tauscht mit Opare, damit Bellerin dann fit ist. Van Loo ist ja auch ein guter Ersatz dafür. So, Parallelspiele haben wir keine. Es ist Heiter und Jascha Zurheide ist unser Schiedsrichter. Schauen wir doch mal, wie das Spiel gegen den HSV so verläuft. So, endlich kann ich rein. Hier im Volksparkstadion, so heißt es ja, zu Hamburg. Ich erwarte auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel von uns. Nachdem wir uns so ein bisschen wieder gefangen haben in den letzten Spielen mit ein paar Siegen, sind ja auch weiterhin ungeschlagen nach dem Wolfsburg-Spiel wieder. Also von daher, das Torverhältnis stimmt ja auch für uns positiv. Also, die Tabelle haben wir nochmal kurz gesehen. Der HSV steht irgendwo im Tabellenkeller und das will ich natürlich hier und heute in diesem Spiel nutzen gegen den Hamburger Sportverein. Und das gibt wohl Freistoß. Und das war einfach zu verteidigen. Und Yusuf Paulsen steht da jetzt mal ganz frei. Und das war schön gespielt, meiner Meinung nach. Draxler kommt damit nach vorne. Ja, kommt da nicht vorbei, schade. Wäre ein schöner Konter gewesen. Bis zu dem Augenblick war es ganz gut gespielt. Hui, hui. Das war eine ziemlich leichtsinnige Grätsche.
Oh, jetzt müssen wir uns da den Hamburger krallen und da pfeift er natürlich wegen Trikot ziehen. Und die gelbe Karte kommt da noch drumherum rum. Das ist schon mal ganz gut. Und zur Ecke geklärt. Also noch alles im grünen Bereich hier. Die ersten 10 Minuten sprechen eine ziemlich angenehme Sprache für uns. Aber der war gut. Die Ecke war gar nicht schlecht. Jonathan Tah, der heute nicht dabei ist, ist ja auch ein ehemaliger Hamburger, hat seine Karriere da mehr oder weniger gestartet. Mittlerweile ist er ja schon viele, viele Jahre bei anderen Vereinen unterwegs. Und das war auch gut gespielt. Himmel, also der HSV gibt hier gerade richtig Gas. Meine Fresse, mein lieber Herr Gesangverein, liebe Hamburger. Oh, was war das denn? Richtig schlecht gespielt. Und das war stark von Oparé. Baba, immer noch Baba. Oh, stark gemacht. Setzt sich da super durch. Und da haben wir Poulsen. Und, ach, schade. Also 20 Minuten durch hier in dieser Partie. Es ist bisher ein nettes Hin und Her. Man merkt natürlich bei uns, dass wir unsere Stammkräfte schon ein bisschen schonen. Oh Gott, das war ganz schlecht verteidigt. Aber Gott sei Dank passt da Draxler mit auf. Können wir erstmal hinten rum spielen. Oparé, der natürlich auch unter Frost, der ein bisschen mehr spielt. Vor allem in der Startformation, meine ich damit. Aber meistens kommt er nur von der Bank. So, Yusuf Poulsen sucht eine Anspielstation, findet sie in Oparé, der sich gut vorne mit einlebt. Und die nächste Möglichkeit. Also noch geht's gut für den HSV, aber die Luft wird dünner. Die Luft wird ganz klar dünner und jetzt Geis, immer noch Geis. Sehr eng da, immer noch Geis sucht die Lücke. Poulsen, grenzwertig, aber Schiedsrichter sagt, hey, das war nicht genug für einen Elfmeter. Jetzt geht es mal wieder in die andere Richtung. Schon über 30 Minuten durch. Also hier ist richtig Feuer drin in dem Spiel. Hätte ich so nicht erwartet, dass die Hamburger doch so gut mitspielen. Oh, da sah es nicht gut aus von Oparé. Der war jetzt einmal richtig schlecht zum Ball gestanden. Können aber Gott sei Dank verhindern, dass mehr passiert im ersten Augenblick. Unser Keeper zur Stelle, Gott sei Dank. Faustet den Ball erstmal raus. Ob der nächste Abschluss. Und dann klärt er zur Ecke. Ein Abseits. Heieiei. Also unser Keeper wird hier gerade richtig gefordert. Der HSV gibt richtig, richtig Gas. Spielt gut nach vorne. Und das gibt Abstoß. Nein, nee, doch nicht. Gibt Ecke. Ich dachte, das wäre Abstoß, aber gut. Okay. Jetzt geht's vielleicht mal mit einem Konter, aber Geis. Boah. Schafft es nicht, sich da mit dem Körper durchzusetzen. Schade. Ja, den nächsten in der Halbzeitpause müssen wir mal schauen, wie wir da wechseln. Weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Power nach vorne. Das geht so nicht weiter. Chamberlain total blass. Boah, den habe ich schon drin gesehen.
Wird dann auch ein Angriff? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Paulsen ist da zur Stelle, aber der HSV darf nochmal. Ich hätte jetzt gedacht, das ist Halbzeitpause. Harte Grätsche, aber der Schiedsrichter sagt kein Foul. Es ist Halbzeit. Da hat der Hamburger gut einen abbekommen, normal in dieser Grätsche. So. Ja, die Torschüsse sind deutlich mehr beim HSV. Das ist überraschend. Zwei Wechsel, Weigel rein und Hazard bringen wir für Draxler. Ich hoffe mal, dass Chamberlain noch zurück ins Spiel kommt. Und dass unsere Offensive das Tore schießen noch erlernt für dieses Spiel. Und wieder Chamberlain mit einem leichten Ballverlust. Aber immerhin Einwurf. Ah, abseits. War dumm. Kann passieren. That's football. Gut. Sakai. Und er passt. Zucker. Pass auf Evan. Gelister. Und er kriegt den Ball nicht rüber. Ist doch nicht wahr. Zumindest scheint jetzt aber ein bisschen mehr Offensivdrang bei uns zu sein. Chamberlain geht rein in den Strafraum, aber wieder findet er nicht den passenden Pass oder Schuss. Ah, da konnte er nicht genug stören, um den Ball zu gewinnen. Also die Zeit läuft auf jeden Fall nicht gerade für uns. Boah, was ein Ballverlust! Der Schuss kann immer übel. 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit und tja, was soll man sagen? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das da weitergeht, wo die erste Halbzeit aufgehört hat. Also richtig Feuer drin. Beide Mannschaften spielen hier, ich will nicht sagen mit offenem Visier, aber auf jeden Fall nach vorne. Der HSV erneut hat deutlich mehr Möglichkeiten und boah, diese Szene hätte eigentlich doch verdient gehabt. Traumhafter Spielzug. Aber es war auch abseits. Tja, ich habe Riesenprobleme halt in der Offensive heute in diesem Spiel. Da fehlen halt doch zwei ziemlich wichtige Spieler mit Lukaku und Çalhanoğlu, die ich da rausgenommen habe. Aber das Risiko wollte ich halt eingehen, um Kraft zu tanken. Ey! Und das muss Freistoß geben. Und es gibt auch die gelbe Karte verdientermaßen. Mal schauen, was unser Torgan Hazard daraus macht. Abgefälscht. Und der Ball ist beim Keeper. So, einen Wechsel können wir noch vollziehen. Jetzt ist die Frage, wen bringen wir? Bringen wir noch einen Stürmer? Ich würde sagen, wir bringen Volland anstelle von Frey. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Tut mir zu leid für Hofmann. Aber ich brauche Power, um hier möglichst das Tor zu erzielen. Gut verteidigt. Boah! What the fuck? Wieder ein hartes Einsteigen, aber halt fair. Von den Augsburgern, die jetzt mit Chamberlain mal wieder nach vorne kommen. Und jetzt Paulsen, jetzt hat er die Möglichkeit, Paulsen! Da war sie, die richtig große Möglichkeit für den FCA zur Führung. Boah, stark gemacht von Stieber. Ui, dadurch, dass es abgefälscht wurde, war der nochmal richtig heiß für den Keeper. Und schwer zu halten auch. So, da haben wir Frey nochmal, der immer noch am Platz ist. Was daran liegt, dass Lukaku noch... ich komme gar nicht auf den Namen. Volland noch auf der Bank sitzt. Boah, und da ist die Kugel wieder weg.
Wir kriegen es einfach nicht hin, dieses eine Tor zu erzielen. Wir spielen zwar gut nach vorne, aber im Strafraum ist dann irgendwie der Wurm drin. Der Pass stark auf sein Gegenüber. Und dann gut geklärt zur Ecke. So, es wird mal gut gewechselt die letzten Minuten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen offensiv. Also eigentlich bräuchten wir den Sieg hier. Also das täte uns ganz gut. Um uns weiter oben festzusetzen. Starke Balleroberung in dieser Szene von Josef Poulsen. Richtig gut gemacht. Gut nachgegangen. Jetzt Kevin Volland. Und das ist wieder so ein Pass, da denke ich, Alter. Und das ist natürlich ein Foulspiel. Mann, ist das ärgerlich. Da war viel, viel mehr drin in diesem Angriff. Wenn der Pass rüberkommt, ist er durch. Und das war kein Foul, sagt der Schiri. Ah, der Pass kommt nicht durch. Ärgerlich. Stieber immer für Gefahr da drüben. Oh, das gibt's nicht. Was, ein Ballverlust. Hui, 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 hui. Leichtsinnsfehler. Und der Pass auf Weigel. Natürlich Zucker. Weigel, immer noch Weigel. Weigel kriegt den Ball auch nicht rüber. Das kann doch nicht wahr sein. Und so wird dieses Spiel sehr wahrscheinlich 0:0 enden. Außer der HSV kommt jetzt noch einmal nach vorne. Aber es ist in diesem Fall vorbei. Ein 0:0. Tja, da war mehr drinne. Aber wir haben es einfach in der Offensive nicht geschissen bekommen und die Tore erzielt. Haben natürlich auch Glück, dass der HSV leichtsinnig die einige Chancen hergegeben hat. Naja, am Ende halt nur einen Punkt und damit verpassen wir den Sprung auf Platz 3 und bleiben Vierter. Wolfsburg jetzt Zweiter momentan vor Berlin und uns. Dann Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Ja, meine Freunde, das war's dann für diese Folge hier bei FIFA 16. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Es geht langsam wirklich auf die Zielgeraden. 7 Ligaspiele stehen noch aus. Wir müssen gucken, dass wir es schnell hinter uns bringen, damit wir pünktlich zum Release von FIFA 17 uns dann auch wieder aufmachen können. Also, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein und macht's gut. Euer Bussard, wie immer. Frohe Erwartungen darauf, was als nächstes passiert. Bis zum nächsten Mal.